Willkommen zurück bei Kerbal Space Programm. Ich habe Zugang zu dem Ressourcenscanner gefunden, und zwar über einen eigentlich schon ausrangierten Satelliten, nämlich hier einer von den Twin Relays, welcher noch diesen Ressourcenscanner drauf hat. Und der sagt uns, wenn ich jetzt hier schon auf 50% stelle, kann der uns sagen, wo das meiste Ohr zu finden ist. Und da leuchtet es schön grün. Okay. Warte mal, wir gucken mal, ob wir das mal noch erhöhen können. 60%. Aha. Gut. Jetzt schalten wir mal zum Bergbau-Rig und hoffen mal, dass uns diese Anzeige auch erhalten bleibt. Ja, sie bleibt uns erhalten. Und das heißt, da ist unsere Landefläche. Da wollen wir runterkommen. Da gibt es das meiste Erz. Und dort wollen wir buddeln. Dann überprüfen wir mal unsere Anlage. Du gehst mal auf Retrograde. Mann, zittert er sich einen ab. So. Treibstoff ist okay. Solarflächen sind draußen. Die großen Flügel sind noch nicht draußen. Die brauchen wir auch noch nicht. Gut, dann kann es ja losgehen. Wir fliegen so rum. Das heißt, wir müssen hier ein Manöver adden, welches uns steil reinholt. Das sind 357 Meter die Sekunde. Wir haben drinne 420. Reicht. Das reicht. Da haben wir sogar noch ein bisschen was für die Landung übrig. Und den Rest machen wir dann unsere Haupttriebwerke. So. Jetzt warpen wir uns mal daran. Ich denke mal, dass jetzt der Manöverpunkt hier fast retrograde ist. Ja. Wir drehen uns richtig. Super. Ich würde ja fast sagen, wir brauchen mehr Treibstoff unten. So, damit wir so ein bisschen Schwerpunkt jetzt nach unten kriegen für die Landung. Jawohl. Wo habt ihr eigentlich hier Treibstoff? Ach, da ist auch ein Da ist ein Rocco-Max-Tank drin? Ach ja, der kleine hier. Gut, den werden wir mal blockieren. Nein. Den werden wir nicht blockieren. Den werdet ihr schön aus leer saugen. Okay. Wie sieht unser... Da. Wir haben noch... Ach so, wir müssen jetzt erstmal gucken. Ein 17-Sekunden-Burn ist das. Macht 8 Sekunden. Ihr warpt noch ein Stück näher ran. Da müsste der eigentlich hier dazukommen. Ja. Der kommt immer näher. Sehr gut. Sehr gut. Das passt ja. Okay. Was haben wir gesagt? 8 Sekunden ungefähr. Wir bleiben retrograde. Und werden ungefähr hier zielen. Wir werden ihn nicht ganz ausbrennen. Da wir ja immer noch beim Bremsen kürzer kommen. Und dann werden wir hier irgendwo runterfallen. Diese Problematik kennen wir ja. Und plopp. Genau. Und wenn wir jetzt kürzer kommen, dann landen wir am Ende dort. Passt. Dann werden wir mal näher ranwarpen.
Sehr gut. Okay. Wo haben wir... Da haben wir ein großes Reaction Wheel, falls wir was einsteuern müssen. Und du hast auch ein Reaction Wheel drin. Gut. Könnt ihr noch ein Crew Report nehmen? Nein. Die restlichen Daten sind alle für den Boden. Okay. Wir haben 214 Meter die Sekunde und befinden uns 70 Kilometer über dem Boden. Das heißt, wir warpen noch ein Stück ran. Und dann wird es langsam Zeit, dass wir den ganzen Treibstoff verbraten. Nämlich diesen Schluck hier aus der Stufe. Und dann starten wir die vier und mit denen machen wir dann unsere Landung. Alles klar? Alles klar. Jeb, bereit? Bill? Warum bist du denn hier drinne? War da nicht eine Frau drin gewesen? Eine Ingenieurin? Wo sind die hin? Jetzt sag nicht, die hat sich krank gemeldet nach dem Fallschirmsprung. Die hätte ruhig mit hierher fliegen können. Okay, wir schießen jetzt die Stufe ab. Starten die. Da fällt mir ein. Wir müssen die mal im Auge behalten. Wir müssen dahin wechseln. Gleich. Wie viel Treibstoff haben wir denn jetzt noch? Sehr gut, wir kommen mitten im Zielgebiet runter. Und zwar habe ich jetzt gerade die Überlegung, wenn wir auf dieses Debris wechseln, der ja abstürzt, dann müsste das doch als Einschlag gewertet werden, dass wir hier noch im besten Fall Punkte bekommen. So, welche Höhe hast du? 31 Kilometer. Wir wechseln da jetzt mal hin. Da ist er. 29 Kilometer. Beschleunig mal etwas. Und jetzt müsste ja theoretisch dann hier kommen, dass ein Einschlag gewertet wird. Jawohl. Seismic Impact. Okay. Das heißt, wir wechseln jetzt zurück zu unserer Moonboom. Moonboom. Zu unserer Bergbaurig Switch Tralala. Und fang mal an. Licht an. Die vielen Beine raus. Wow. Klack. Okay. Wir haben 187 Meter die Sekunde. Wir gehen retrograde. Ah, jetzt wird das Zielgebiet nicht mehr angezeigt. Gut. Ah, da ist schon wieder ein Krater. Das heißt, wir werden dann wahrscheinlich hier rüberfliegen müssen. Mal gucken, ob wir das gleich machen können. So und so. Volle Kanne, Renate. Retrograde gehen. Wir haben noch 17 Kilometer zum Bremsen. Das heißt, Braking, Braking, Braking. Also los, Jeb, wirf den Anker raus. Und du, Bill, machst dich dann aber auch beim Buddeln nützlich. Du hast eigentlich schon zwei Sterne. Warum ist die Ingenieurin nicht mitgeflogen? Naja, gut. Sonne haben wir. Das ist gut. Wir können jetzt eigentlich den gesamten Treibstoff verbrennen.
Weil da wir ja hier diesen Convertotron mitgenommen haben, können wir auch neuen Treibstoff erstellen. Und danach buddeln wir dann den Treibstoff, bis die Tanks hier voll sind. Und damit fliegen wir zurück. Was schwankst du so? Ah, jetzt habe ich nicht aufgepasst, das habe ich gequatscht. Der schwankt. Wo kommt das her? Ich schalte mal alle unnützen Gimbal ab. Jetzt muss ich mal gucken, weil der Schwank wird ja immer stärker, je mehr wir an unsere Landegeschwindigkeit rankommen. Seht ihr das? Warum schwankt der so stark? Wir sind auf Surface gestellt. Ach du Scheiße. Wie kriegen wir das unter Kontrolle? Mit Reaction Wheel? Ich mache ein bisschen mehr Schub, dass unsere Geschwindigkeit auf 3,5 sinkt. Das ist jetzt unschön. Ah, wir kommen wieder am Rande vom Krater runter. Ja, Jeb, sieh zu, dass du da was machst. Also erstmal drehen wir uns mal richtig, dass Norden oben ist. Müsste eigentlich. Naja, fast. Dass die Steuerung hinhaut. Jetzt sind wir schon wieder auf 6 Meter die Sekunde. Wir haben nur noch. Oh, immer noch 3 Kilometer. Das ist. Oh. Warum schwankt das so? Ich habe keinen Bock. Aber normalerweise ist er symmetrisch aufgebaut, bis auf das Ding, und das kann nicht so viel wiegen. Autosaving. Wir sind auf 2 Kilometer. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Jetzt fängt er wieder an zu schwanken. Das ist nicht. Bringt das was, wenn ich. Verschiebt das den Schwerpunkt? Nein. Ach, wahrscheinlich, weil wir nur 2 davon mit haben und deshalb auf der Achse weniger. Oh, 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 oh.
1,5 Kilometer. Jetzt zieht sich die Landung wieder hin. Du gehst wieder retrograd, mein Freund. Ja, aber hier. Bill, dein Job. Mal schauen, vielleicht werde ich das im Schnitt nachher schneller machen. Ja, ich werde hier einen kleinen Dings reinsetzen. Einen kleinen Cut. Und dann geht das hier alles etwas schneller. So, wir sind jetzt bei den letzten 500 Metern angekommen. Die Anlage schwankt immer noch erbärmlich. Ja, aber Jeb grinst. Gut, ich werde also versuchen, etwas... Oh, warte mal, jetzt muss ich mal gucken. Wo sind die... Da. Gut. Ich werde dann versuchen, mit den Steuerdüsen hier oben Druck auf den Boden auszuüben, wenn wir nicht zu weit abprallen. Ah, jetzt haben wir noch 300 Meter. Ah, jetzt sehen wir schon Licht. Die Gegend sieht eben aus. Wir sind weit genug vom Kraterrand entfernt und von dem Berg. So. Wir haben 5,4 Meter die Sekunde. Okay, hier ist die Taste für Triebwerk aus. Hier ist die Taste für runterdrücken. Das ist eine Schräge. Oh Gott. Oh Gott. Nein. Oh, verflucht. Oder täuscht das? Stehen bleiben? Ha! Wheel aus. SAS aus. RCS aus. Dein Reaction Wheel auch aus. Stehen bleiben. Wir sind unten. Alles klar. Jetzt. Mal gucken. Extenden wir mal zwei von den großen Flügeln. Wo ist die Sonne? Da. Ha! Dann sind sogar die richtigen Flügel. Okay. Und jetzt geht's los. Bill, dein Job ist dran. Ah, warte mal. Erstmal der hier. Oh, 3, noch was Prozent? Och, komm, mein Freund. Biome Highlands. Na gut. Deploy. Und Deploy. Und jetzt. Start Service Harvester. Start Service Harvester. Was zeigt ihr uns jetzt an? Ohrrate. Okay. Okay, sieht aus, als ob das Ding läuft. Ich bin am Überlegen, wenn der hier immer weiter steigt, ob ich vielleicht 600, ob ich vielleicht einen als Reserve lasse.
Stop. Genau. Mal, guck mal. Thermal Efficiency. Ich muss jetzt die ganze Zeit daneben sitzen und... hier drauf achten, wat? Bill, mach was! Das ist dein Job, Bill. Okay, die Temperatur sinkt. Die Temperatur sinkt auch. Ich sag euch was. Ich werde das A im Zeitraffer machen. Wie viel haben wir denn schon? Ach, 2,5. Seid ihr bescheuert? Machen wir hier das Licht aus. Okay, folgendes. Es wird nur eine arbeiten. Hallo? Es wird nur eine arbeiten und der zweite bleibt als Reserve, falls das nicht funktioniert. Und wir machen das offline. Warte mal, was passiert eigentlich, wenn die Surface Efficiency auf Null geht? Der geht jetzt auf 9% Load. Geht der dann kaputt? Ich weiß das nicht, ich habe damit noch nicht gearbeitet. So. Aha. 0,9 Load. Dann könnt ihr hier oben mal einen Crew Report machen, der nichts bringt. Was ist das eigentlich für eine Load? Theoretisch müsste doch das Ohr hier drin sein. ...1,2%, okay. Ach, der wird schon kaputt gehen. Da haben wir noch einen zweiten und da muss ich wirklich alles von Hand machen. Okay. Wir sind raus hier. Jetzt sind wir raus. Relay Moon. Flash Detektor. Hast du was aufgenommen? Hi. Nichts. Der hat nichts aufgenommen. Okay, dann fehlt Bergbaurig und Moon 3. Irgendeiner hat da was registriert. Hallo. Review Data. Nix. Nix, Komma, nix. Na gut. Wer nimmt schon noch einen weiteren Krater auf? Ja, da hast du wohl recht. So, das war das Moonboom. Jetzt gehen wir nochmal zu unserem Bergbaurig. Wir haben nämlich noch eine weitere Mission. So, was sagt der jetzt? 0,3% Load, Surface Harvester. Ah ja, mach mal, Herr Ingenieur. Und der Herr, Jeb? Mach mal.
Allhatches Obstruct? Willst du mich verarschen? Da ist doch eine Klappe. Komm doch hier fälligst mal raus. Da seid ihr doch auch beim Start rausgekommen. Ernsthaft? Okay. Plant Flag on Moon ist soeben für verschoben erklärt worden. Gut, dann haben wir hier nichts mehr zu tun und kehren zurück ins Space Center. Zirp, zirp, zirp. Jean, was hast du? Ihr habt schon wieder was verloren. Ich brauche gar keine Raumstation da hochschießen. Ich sammle einfach den Schrott ein, den ihr verloren habt, und bastel den zusammen. Was ist es denn? 2 Meter mal 2,50 mal 2,50. Die haben wir doch letztes Mal schon gehabt, wa? Ach. Ich überlege immer noch. Ah, Mist, jetzt hat er aufgeklickt. Okay. Danke, Jean, für noch eine Mission. Was wollte ich jetzt eigentlich noch? Eigentlich sind wir schon am Ende unserer Sendung angekommen. Das heißt, wir machen unsere übliche Runde. Genau. Wo sind unsere Science Stations? Die sind ja theoretisch fröhlich dabei. Zwitscher, zwitscher. Hallihallo, was habt ihr denn? 7 Science. Na, dann transmittet die mal. Und dann gehen wir noch zu Minmus. Tweet. Düdelüdelüb. Keine Science. Und ihr hier drüben habt 16 Science. Na, das ist ja sehr gut für so ein Schlachtschiff. So. Jetzt lässt mich aber meine Neugier nicht los. Boom, boom. Also ich glaube, der wird ein paar Wochen beschäftigt sein, das ganze Ort zusammenzuladen. Vier Ohr hat er jetzt drin. 0,1%, 0,07 Load. Ohrrate not available. Das funktioniert nicht. So. Ja, gut. Das funktioniert nicht. So. Der kühlt jetzt ab. Und der hier? Na ja, gut, der kühlt genauso schnell ab. Also, das sieht dann wirklich so aus, als ob wir die beiden von Hand bedienen müssen. Das mache ich im Zeitraffer, also vergesst es. Ich mache doch hier nicht die nächsten 10 Folgen. Bohre an, bohre aus, bohre an, bohre aus. Na gut. Upsa. Space Center. Es ist Nacht. Es ist nichts los. Alle schlafen. Also sagen wir jetzt auch gute Nacht. Und wieder mit einem Blick. Da oben sitzen wahrscheinlich. Nee. Ist gerade nicht zu sehen. Irgendwo sitzen unsere Astronauten und versuchen, Erz zu graben. Also sage ich jetzt von hier aus, bis zum nächsten Mal und see you later!